Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar. Mein Name ist Oliver Schirmer und ich freue mich, ja, dass Sie Zeit gefunden haben und heute hier dabei sein können. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden von mir hier 100% Einsatz bekommen und ich hoffe natürlich, ja, dass Sie einiges, ja, für sich mitnehmen können. Und am besten legen Sie sich jetzt etwas Papier und einen Stift bereit, damit Sie sich auch Notizen machen können. Und ja, ich möchte Ihnen an dieser Stelle jetzt meinen kompletten Werdegang von der Kindheit an ersparen, weil Sie ja sicherlich nicht wegen mir heute hier sind und im Laufe des Webinars werden Sie eh noch genug über mich und meine Hintergründe erfahren. Und deswegen starten wir auch gleich, legen gleich los. Ich möchte Ihnen aber trotz alledem anhand einiger ja bestimmter Eckpunkte in meinem Leben auch zeigen, warum ich heute die Präsentation hier mache und warum Sie ernsthaft darüber nachdenken sollten, Ihre Neukundengewinnung und Geschäftspartnergewinnung ja für Ihr Geschäft, für Ihr Business online durchzuführen. Ich habe mich im Jahr 2005, war das, im Alter von damals 22 Jahren selbstständig gemacht und habe begonnen, Produkte im Bereich der Finanzdienstleistungen zu vertreiben. Und dort habe ich auch begonnen, ja eigene Vertriebsstrukturen aufzubauen. Und alles hat ja zunächst eigentlich ganz okay begonnen und hat dann ganz dramatisch nachgelassen, was dir hier oder was Ihnen hier dieser Chart ja symbolisch darstellen soll. Und die Gründe, die werde ich Ihnen gerne im Folgenden auch aufzeigen. Ich habe damals ausschließlich offline gearbeitet, also so wie ich es damals eben von meiner Upline beigebracht bekommen habe. Dazu gehört dann zum Beispiel das Erstellen der Namensliste und die dann natürlich abarbeiten, Empfehlungen nehmen, Leute auf Infoveranstaltungen einladen und sie dann eben für das Unternehmen gewinnen. Und ja, wie gesagt, zunächst lief auch alles ganz okay. Und zwar ganz genau so lange, bis meine Namensliste abgearbeitet war und so lange, bis ich alle Empfehlungen abtelefoniert hatte. Und das Problem war einfach, dass immer weniger Empfehlungen reinkamen, als ich zum Telefonieren gebraucht habe. Ja, und dann war halt eben erstmal Ebbe. Und ich musste halt für mich sehen, wie es weitergeht. Und es ging dann auch weiter. Und zwar mit Flyer verteilen, Direktkontakte machen, Kaltakquise, die komplette Palette hoch und runter. Und ja, von da an ging es bergab. Und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass wir zum Beispiel ein Verkaufs- und ein Akquisegespräch hatten. Ja, das war dann für alle gegolten. Man war immer abhängig vom Wissen der Führungskraft. Ja, hatten viele Schulungen, Meetings, die ja die stattgefunden haben und ich habe dann einfach festgestellt, dass viele Menschen ja Angst vor dem Kauf hatten und vor dem Verkauf hatten, Entschuldigung, und dass sie auch ja Angst vor der Telefonakquise hatten, ja, und kurzum war es halt einfach so, dass so wie ich arbeitete, so wie wir arbeiteten, wir haben einfach nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns gewünscht haben, ja, und das Ende vom Lied war viel Arbeit, wenig Lohn. Ich habe in der Zeit viel Ablehnung erlebt. Freunde und Bekannte, die haben irgendwann einen ganz, ganz großen Bogen um mich herum gemacht, weil ja mir einfach beigebracht wurde, immer jeden anzusprechen. Egal, ob ich auf einer Party war oder sonst wo. Ich habe immer Kontakte gemacht, die Menschen angesprochen. Und das Hauptproblem an dieser Arbeitsweise ist aber einfach, dass man ja die falsche Zielgruppe anspricht, ja. Man spricht Menschen an, die eigentlich gar kein Interesse jetzt gerade in dem Moment haben an dem, was man selber anbietet, ja. Und ich mache Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich einfach mal die Frage, oder was denken Sie, ist einfacher, wenn Sie als Besitzer eines Reisebüros durch die Straßen laufen und jeden fragen, ob er jetzt eine Reise bei Ihnen buchen will, oder ob Sie in einem Büro sitzen, ein Interessent kommt rein, der eh schon verreisen will und Sie ihm einfach gleich noch ein paar Fragen beantworten müssen. Und dann bucht er die Reise. Fragen Sie sich einfach mal, ja, wem Sie da leichter eine Reise verkaufen können. Und ich denke, die Antwort, die ist da einfach ganz klar. Ja, nur haben wir halt, also ich und mein Team, wir haben halt gerade andersrum gearbeitet. Ja, uns wurde beigebracht, dass jeder unser Kunde ist und dass Kunde eben nicht von allein kommen. Dementsprechend haben wir halt eben alle angesprochen und Kontakte gemacht. Nur leider eben halt, wie gesagt, nicht mit dem Ergebnis, ja, was wir eigentlich wollten. Und der Wendepunkt in meinem Leben, der kam dann, als ich anfing, für mich selbst zu denken. Also ich habe eine ganze Zeit lang das Denken anderen überlassen und habe das gemacht, was die für mich gedacht hatten. Und das Schöne an der Sache ist ja immer, die Menschen wollen ja immer nur das Beste für einen. Und ich habe dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, es ist jetzt okay, ich will jetzt mal das Beste für mich und ich hinterfrage einfach mal,
was bei mir so läuft und habe mich dann eben einfach gefragt oder beziehungsweise mir die Frage gestellt, was nützt mir es eigentlich, wenn manche dieser Techniken bei manchen Menschen funktionieren, aber bei mir nicht. Und ich habe dann eben den Mut aufgebracht, selbst zu denken, habe das Ganze mal für mich analysiert und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, was will ich wirklich? Ich habe mich gefragt, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei mir nicht? Wie will ich eigentlich, dass mein Geschäft funktioniert? Ja, wie soll der Weg aussehen? Wie soll mein Leben genau aussehen? Und kann ich das alles so haben, wenn ich so weitermache wie bisher? Und aus den Erkenntnissen dieser und vieler weiterer Fragen habe ich dann beschlossen, ja, wie mein Leben aussehen soll und vor allen Dingen auch, wie ich es umsetzen will. Und seitdem stelle ich oft, wenn ich so in Coachings bin, oder einfach Gespräche habe, die Frage, ja, was würdest du denn tun, wenn Zeit und Geld in deinem Leben keine Rolle mehr spielten? Und die Frage stelle ich mir auch oft für mich selbst, ja, immer dann, wenn ich so reflektieren will, ob das, was ich gerade mache, Sinn macht. Und ja, und dann stelle ich da einfach oft fest, dass wenn ich diese Frage stelle, dass die Frage den Menschen Angst macht oder vielen Menschen Angst macht, weil sie ja sich dann eingestehen müssen, dass sie eigentlich ja etwas ganz anderes machen, als sie eigentlich wollen. Sie handeln oder viele Menschen handeln entgegen ihrer Ziele und Träume. Und das merkt man dann an so Aussagen wie, ja, ich kann doch nicht einfach meinen Job kündigen, wenn das alles so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen und so weiter und so fort. Also ich denke, Sie wissen, was ich meine und vielleicht haben Sie auch schon die eine oder andere Aussage für sich eben auch schon öfters mal gehört. Und ja, und diese Frage habe ich mir also halt auch gestellt und ich musste dann eben eine Entscheidung treffen und eben dann zu der Entscheidung auch stehen und die dann durchziehen. Und das habe ich gemacht. Es war die Frage, weitermachen wie bisher oder neue Wege gehen. Ich habe mich dann für die neuen Wege entschieden. Und Albert Einstein war es mal, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und dementsprechend, wie gesagt, habe ich mich darauf eingelassen und habe den eben neue Wege gegangen. Und mein Versprechen an dich ist, wenn du die Arbeitsweise, die ich dir jetzt hier zeige, umsetzt, dann musst du keine Geschäftsgelegenheiten mehr auf Facebook, Google und Co. posten. Du musst keine Freunde und Bekannte ansprechen. Du musst keine Direktkontakte und Kaltkontakte mehr machen, sondern Menschen, die werden auf dich zukommen und mit dir zusammenarbeiten wollen. Du wirst täglich neue Interessenten für dein Geschäft gewinnen und Menschen automatisch sponsern. Also du wirst quasi, du drehst den Spieß um, du wirst vom Jäger zum Gejagten werden. Und jetzt ist ja aber so, dass man viel sagen kann und ich weiß, man kann auch viel im Internet lesen, deswegen will ich dir kurz anhand dieser zwei Screenshots zeigen, dass es stimmt, was ich dir jetzt im Folgenden zeige, dass es funktioniert. Auf dem einen Screenshot siehst du einen Auszug aus meinem E-Mail-Postfach und hier erkennst du, ja, dass ich täglich neue Interessenten für mein Geschäft gewinne. Die sind übrigens alle kostenlos, also da ich kaum bezahlte Werbung mache, kommen die alle über meinen Blog. Auf dem anderen Screenshot siehst du, wie viele Partner ich ja direkt gesponsert habe, aber das war nur ein Projekt, ja, oder ist nur ein Projekt. Insgesamt waren es durch diese Arbeitsweise mehr als 100 Menschen, die ich ja auf die Art und Weise persönlich rekrutiert habe. Und ich zeige dir jetzt das Ganze nicht, ja, um mich zu profilieren, sondern ich will einfach, dass du weißt, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Durchschnittsnetworker nicht mal 3 Menschen für sein Network-Marketing-Geschäft pro Jahr gewinnen kann. Ob das stimmt, das weiß ich nicht und es ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, weil ich einfach denke, du weißt, wie viel es bei dir sind und das ist ja das Entscheidende. Und hier siehst du, dass es mit jedem Produkt oder Dienstleistung funktioniert. Ich habe ja mal noch ein paar Kundenmeinungen zu meinem Coaching, das ich anbiete, hier mit reingenommen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen. Es soll dir einfach zeigen, was möglich ist und wenn du weitere Kundenmeinungen lesen willst, dann findest du diese auf www.oliverschirmer.de. Okay, wie arbeite ich jetzt, beziehungsweise wie arbeiten wir in unserem Team? Zunächst einmal senden wir Traffic, also Besucher, auf sogenannte Landingpages. Und eine Landingpage kannst du dir so vorstellen, das ist eine Webseite, die einfach das Ziel verfolgt, die Kontaktdaten ja neuer möglicher Interessenten zu gewinnen. Ja, und hier siehst du ein Beispiel einer meiner Landingpages. Das ist die Landingpage meines MLM Bootcamps, welches du auf www.oliverschirmer.net ja finden kannst.
Wenn das passiert ist, dann, und die Menschen ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben, dann senden wir diese Menschen entweder auf ein Webinar oder auf eine Videoseite, welches diese Interessenten dann vorab informiert. Und entweder steigt der Interessent dann sofort ein oder er bekommt über einen Autoresponder weitere Informationen und Angebote per E-Mail zugesendet und er wird dann eben zu einem späteren Zeitpunkt Partner oder eben halt nicht. Und eine der wichtigsten Komponenten bei der ganzen Geschichte dabei ist der eigene Blog. Der eigene Blog ist deine Internetpräsenz im Netz, es ist dein Zuhause, es ist das Zuhause eines jeden Online-Unternehmers. Und hast du keinen Blog, dann bist du im Netz einfach obdachlos, ja. Das ist eine klasse Marketingzentrale und versorgt dich regelmäßig mit kostenlosem Traffic, also mit kostenlosen Besuchern aus den Suchmaschinen. Und das Schöne an diesem Arbeitskreislauf ist, er übernimmt deinen kompletten Akquiseprozess für dich. Und das Schöne dran, er ist nahezu vollkommen automatisierbar, ja. Du musst nie mehr jemanden anrufen, du musst niemanden anschreiben. Und du musst nie wieder ja, Freunde und Bekannte nerven, ja, außer du willst es natürlich. So, jetzt fragst du dich halt bestimmt auch, ja, woher dann der ganze Traffic, also die ganzen Besucher kommen. Und ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man Traffic erzeugen kann. Es gibt kostenlose Möglichkeiten und es gibt bezahlte Methoden. Und damit könnten wir aber ein eigenes Webinar veranstalten. Ich persönlich beziehe meinen Traffic kostenfrei über meinen Blog. Und ja, über Videoportale wie zum Beispiel YouTube und was natürlich auch noch dazu gehört, sind soziale Netzwerke wie Facebook und Co. Und wenn ich mal in bezahlte Werbung investiere, dann nutze ich dazu Facebook-Werbung oder eben verschiedene virale Mailer. Stellt sich ja jetzt nun die Frage, ja, warum du dir ein eigenes Online-Business überhaupt aufbauen solltest. Und stell dir selbst dazu mal die folgende Frage: Kannst du ja mit deiner derzeitigen Tätigkeit alle deine Träume erfüllen? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann solltest du unbedingt darüber nachdenken. Weil das Internet, das bietet Platz für die verrücktesten Ideen. Ja, es gibt im Internet nichts, was es nicht gibt. Und du kannst mit deinem Hobby und so gut wie mit allem, was du willst, ja, Geld verdienen, wenn du weißt, wie. Und ja, wir alle stehen vor großen Herausforderungen in der Zukunft. Die Welt wird irgendwie immer stressiger. Ich kenne Menschen, die zwar richtig gut verdienen, die aber ausgebrannt sind, die ihre Familie kaum noch sehen, die immer weniger Zeit haben für die Dinge im Leben, die ihnen eigentlich wirklich wichtig sind. Und ja, das Geld wird durch Inflation immer weniger wert. Die Rente ist alles andere als sicher, obwohl wahrscheinlich ist sie schon sicher. Es ist halt nur die Frage, in welcher Höhe. Und viele Menschen, die können gar nicht mehr das ansparen, was sie eigentlich müssten, um ihren Ruhestand richtig zu genießen. Und ich weiß schon, mir ist sehr wohl bewusst, dass es immer irgendwie geht. Ja, man kann sich immer einschränken. Aber ich frage mich dann immer, wenn die Menschen mir das dann sagen, ja, man braucht ja dies nicht und das nicht, dann frage ich mich immer, ja, ist es aber dann wirklich der Grund, warum man 40 Jahre lang oder 45 Jahre lang hart arbeitet, um sich dann, wenn man eigentlich das Leben genießen kann, einschränken zu müssen? Und das ist aber eine Frage, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber es ist einfach mal eine Überlegung wert. Und vor allem, ja, wenn du mal ausrechnest, wie viel Geld du eigentlich benötigst, um ein paar hundert Euro an Rente zu bekommen. Ja, und da lohnt sich dann doch schon mal drüber nachzudenken, sich passive Einkommen oder sich passive Einkommensströme über das Internet aufzubauen. Ja, und hier mal ein paar Zahlen dazu. Jede Woche starten ca. 500.000 Menschen weltweit ein Internet- oder Network-Marketing-Geschäft über das Internet. Das ist unglaublich. Und wenn man mal eine Recherche in der Nische Geld verdienen macht, dann, ja, dann hat man dort so ca. 200.000 Suchanfragen pro Monat. Und dann sieht man einfach mal, wie riesig das Potenzial ist, ja, wie unglaublich groß dieser Markt ist. Das ist Wahnsinn, oder? Es gibt aber einen Grund, das ist so einer der wichtigsten Gründe, den ich ja für mich immer wieder sehe und warum ja ein Online-Business oder ein Geschäft über das Internet, warum man sich das aufbauen sollte, ist das passive Einkommen an sich. Wenn du Angestellter bist, aber das betrifft auch viele Selbstständige und Freiberufler, die fallen da auch drunter, da tauscht man seine Zeit gegen Geld. Und man muss eigentlich immer wieder arbeiten, um Geld zu verdienen. Und dieses Einkommen, das ist dann in der Regel auch noch nach oben gedeckelt. Also es ist nicht unbegrenzt steigerungsfähig. Ein passives Einkommen im richtigen Geschäftsmodell hingegen, ja, das bewirkt ganz einfach, dass nach Aufbau oder nach Erstellen eines Produkts immer wieder verdient werden kann. Und das Einkommen ist eben nicht nach oben gedeckelt.
Ein digitales Produkt zum Beispiel kann beliebig oft wiederverkauft werden. Deine Downline, die kann unbegrenzt wachsen und somit auch dein Einkommen. Und wie du vorhin gesehen hast, kann man sehr, sehr viele Prozesse im Internet automatisieren. Stellt sich nur die Frage, warum scheitern dann die meisten, wenn sie ein Online-Geschäft aufbauen wollen? Und ein Grund ist, dass die meisten von ihnen ja irgendwelche Produkte kaufen, ja, aber kein Marketing-System. Also sie haben nichts, was die Arbeit für sie leichter und schneller erledigt. Und sie halten sich dann mit Dingen auf, mit denen ja kein Geld verdient wird. Ich meine, was nützt es, wenn du zum Beispiel die schönste Webseite für Tausende von Euros hast, aber sie wird im Netz nicht gefunden, ja? Es nützt einfach nichts. Sie haben keinen Support, keinen Mentor, der ihnen dabei hilft, Fehler zu vermeiden, ja, oder der den nötigen Weitblick hat. Und was halt so ein ganz, ganz entscheidender Grund auch ist, ja, sie geben zu schnell auf, ja, sie sind zu skeptisch, geben zu früh auf, glauben nicht mehr an ihre Träume und ja, ich will gar nicht wissen, ja, wie viele Menschen ihre Träume nicht erreichen, weil sie einfach viel zu früh aufgeben. Ja, manchmal ist es nur noch so ein ganz, ganz kleiner Schritt, der zu gehen wäre, ja, den man natürlich vorher nicht kennt, aber so im Nachhinein betrachtet ist es oft dann nur noch ein ganz kleiner Schritt, der dann dazu beiträgt, ja, das Leben zu leben, was man sich ja erträumt hat, ja. Und bei der Auswahl eines Internetgeschäfts, da sollte man eben auch einiges beachten. Zum einen soll es nur mit einem Laptop oder mit einem Tablet-PC ausführbar sein. Ja, es muss auch ohne große Vorkenntnisse ausgeübt werden. Du solltest es nebenberuflich starten können, weil es macht in den wenigsten Fällen Sinn, gleich seinen Job zu kündigen und dann sich in ein Abenteuer zu stürzen, außer du hast die finanziellen Mittel hierfür. Du solltest kein eigenes Produkt benötigen. Es sollte maximal automatisierbar sein und ja, wie schon eben gesagt, das Einkommen darf halt auch nicht nach oben gedeckelt sein, ja. Okay, was brauchst du persönlich an persönlicher Einstellung, um ein erfolgreiches Business zu starten? Zum einen brauchst du ein Produkt oder eine Dienstleistung, ja, am besten ein Produkt, das du nicht selbst erstellen musst, da das ja mit viel, viel Aufwand verbunden ist. Du brauchst eine Präsenz im Internet, am besten, ja, wie vorhin schon beschrieben, einen eigenen Blog. Und du brauchst das Wissen, ja, wie man über das Internet neue Kunden gewinnt, Produkte verkauft oder sich eine profitable Downline aufbaut. Und Frage an dich, glaubst du, wenn du alle drei Punkte erfüllst oder wenn dir alle drei Punkte zur Verfügung stehen würden, ja, könntest du dann Erfolg haben? Ich denke, die Antwort ist klar, eindeutig ja. Und wie gesagt, du benötigst dann eben ein Produkt, einen guten, ja, einen möglichst vollautomatisierten Verkaufsprozess und qualifizierte Besucher auf deinen Webseiten. Und ja, zu guter Letzt, und das ist das aller Entscheidendste, du brauchst die Bereitschaft zur Veränderung. Und ich glaube, die hast du aber bereits, weil sonst wärst du jetzt nicht hier. Ja, du brauchst einen Traum, ein Ziel, das größer ist als alle Hindernisse, die da kommen mögen. Und was natürlich dabei hilft, sind, wenn du dich mit Menschen umgibst, die gleiche Träume haben, die ähnliche Ziele haben, die dich verstehen, die dich unterstützen, ja, die auch dann da sind, wenn es mal nicht so läuft, ja, und du brauchst halt einen erfolgserprobten Weg, egal ob das jetzt online oder offline ist. Und denk einfach immer daran, dass deine Ergebnisse maßgeblich von den Menschen und von den Informationen, mit denen du dich beschäftigst, beeinflusst werden. Ja, oft ist es nicht möglich, erfolgreiche Menschen in seiner direkten Umgebung zu haben, weil die meistens ja woanders wohnen oder einfach man kann keinen Kontakt zu den Menschen herstellen. Aber was diese Menschen oft haben, die haben Bücher, die haben Webseiten, die haben verschiedene Content, den sie auf den verschiedensten Plattformen zeigen und von denen kannst du lernen, ja. Und wenn du dann bereit bist für das perfekte Internetgeschäft, dann möchte ich dir jetzt zeigen, was all diese Punkte, was wir eben miteinander besprochen haben, vereint. Und von dem Unternehmen und von den Produkten, von denen ich spreche, ja, das Unternehmen nennt sich Empower Network. Und Empower Network wurde im Oktober 2011 von David Wood und David Sharp gegründet und der Firmensitz ist in St. Petersburg in Florida. Und die Philosophie von Empower Network ist es,
ja, Menschen, die keine Erfahrung im Online-Geschäft haben, einen guten Einstieg zu ermöglichen, ja, und Menschen, die in dem Bereich bereits tätig sind, ja, denen einfach dabei zu helfen, bessere und effektivere Lösungen zu bieten, damit sie einfach noch schneller, noch erfolgreicher werden können. Und es geht einfach darum, Menschen dabei zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie sie sich eben neben ein hauptberufliches Einkommen aufbauen können. Und das Ganze halt so schnell, ja, wie möglich. Ich möchte jetzt hier aber nicht ausschweifen und die ganze Geschichte von dem Power Network erzählen. Auf den Punkt gebracht ist im Power Network einfach eine Community, die eben ganz, die drei ganz entscheidenden Dinge kombiniert. Ja, du brauchst eben kein eigenes Produkt, sondern kannst die Produkte, die du selbst erworben hast und wenn du natürlich Affiliate-Partner bist, weiterverkaufen. Ja, zum einen bekommst du für $25 monatlich dann einen Blog, der startklar ist. Ja, du musst dich nicht mit unnötig mit Technik und dem Hosting herumschlagen, sondern du kannst dich ja sofort auf das konzentrieren, was dir eben Gewinn bringt. Und zum anderen gibt es dann eben noch das Wissen in Form von E-Learning, also von Videokursen in verschiedenen Preisklassen, die dir einfach zeigen, wie du erfolgreich im Internet arbeitest. Und obendrein, wie schon erwähnt, kannst du, wenn du möchtest, bei diesem Unternehmen Affiliate-Partner werden und für den Verkauf der Produkte, ja, die du selbst erworben hast, dann Provisionen erhalten. Und dass dieses Geschäftskonzept funktioniert und dass die darin gelehrten, ja, Konzepte und Strategien funktionieren, das zeigen ja die folgenden Zahlen. Also das Unternehmen macht ja über $130 Millionen Umsatz. Es sind über 12 Partner, die mehr als $1 Million verdient haben. Es sind über 22 Partner, die mehr als $500.000 verdient haben. Über 42 Partner, die mehr als $250.000 verdient haben. Über 140 Partner haben mehr als $100.000 verdient und über 30.000 Menschen haben überhaupt Provisionen verdient. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine große Anzahl von Menschen und dementsprechend sind die Events auch sehr, sehr groß mit bis zu 5.200 Leuten. Also du siehst, du baust dir ein sicheres Geschäft ja nach einem einfachen Konzept auf, das auch nachweislich funktioniert. Und es gibt bei Empower Network 5 Hauptprodukte, die sogenannten Core Products. Und die will ich jetzt gerade im Folgenden mit dir mal kurz durchgehen. Und zwar gibt es den Empower Blog, ja, der, für den man monatlich $25 investieren muss. Es gibt den Inner Circle, das ist ein Audio-Training. Es gibt das Costa Rica Intensive, das ist in über 7,5 Stunden Videoausbildung. Es gibt die 15K-Formel mit 24 Lektionen, es ist auch eine Videoausbildung und dann das Master Retreat mit über 40 Stunden Videoausbildung. Aber ich werde da gleich nochmal ja näher drauf eingehen und dir im Detail zeigen, wie die einzelnen Produkte funktionieren und wie auch der Marketingplan dementsprechend funktioniert. Schauen wir uns das Blogging-System mal im Detail an, und zwar beim Blogging-System bekommst du für $25 monatlich einen komplett suchmaschinenoptimierten Blog, der ist fix und fertig eingerichtet, du hast das Hosting dabei, das Design ist vorgegeben, du hast einen Schnellstart-Videokurs dabei und jeder, der den Empower Network Blog erwirbt, der bekommt dann eben auch noch zusätzlichen Zugang zu Kommunikationstools, E-Mail-Vorlagen und Webinaren. Kleiner Hinweis noch, nur dass ich es nicht vergesse, weil das ist auch immer so eine Frage, die mir oft gestellt wird: Bekommt man, wenn man einen Vertriebspartner anwirbt, eine Provision? Da ist die Antwort ganz klar nein, weil von den $19,95 lebt das Unternehmen. Worauf es die Provisionen gibt, ist einfach auf die Produkte. Provisionen werden dann gezahlt, wenn eben du selbst oder Vertriebspartner die Produkte weiterempfehlen und verkaufen. Warum solltest du bloggen? Ja, da gibt's viele Gründe dafür, warum man bloggen sollte. Und zwar ist einer der Gründe, warum du ja dich näher mit dem Thema Bloggen beschäftigen solltest, ist, der Blog ist einfach hervorragend geeignet, um in den Suchmaschinen, ich sag mal, ja, gute Platzierungen für eben deine Inhalte zu erzielen, ja. Suchmaschinen lieben Blogs und aufgrund von immer neu hinzukommenden Inhalt, ja, bei Blogs werden ja eben die Blogs in der Regel reinen Webseiten, die einmal angelegt werden und bei denen dann kein neuer Inhalt mehr dazukommt, gegenüber bevorzugt. Und Fakt ist auch,
dass Firmen, die regelmäßig bloggen, die haben bis zu 55% mehr Traffic als Firmen, die eben nicht regelmäßig bloggen. Des Weiteren ist der Blog eben dein Zuhause im Internet. Er ist deine Bühne, auf der du dich präsentieren kannst. Du kannst ganz hervorragend dein Branding betreiben und dir ja durch deinen Blog einen Expertenstatus aufbauen. Du kannst deinen Bekanntheitsgrad steigern. Du kannst neue Kunden gewinnen. Und 92% der Unternehmen, die regelmäßig bloggen, die haben dadurch schon einen Kunden gewonnen. Ja? Die Langlebigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du einen Blogartikel erstellst, ja, den du heute schreibst, dann kann der dir über Jahre hinweg viele, viele Besucher bringen. Ja? Blogging ist ein riesiger Markt und du kannst auch mit deinen Lesern kommunizieren. Ja? Das Geniale ist einfach, wie gesagt, dass wenn du mal einen Blogartikel aber auch erstellt hast, dass der dann halt eben lange, lange dir viele neue Besucher dann bringt. Bevor du jetzt aber ja mit dem Bloggen loslegen kannst, ja, musst du erstmal einen eigenen Blog installieren. Also zuerst benötigst du eine Domain, ja, du brauchst einen Webhoster, den musst du dir raussuchen, weil der dir dann den Webspace für deine Seite bereitstellt. Du brauchst ein Blogsystem wie zum Beispiel WordPress und du musst es auf deinem Server installieren. Dann musst du das Blogsystem auf deine Bedürfnisse einstellen. Als nächstes solltest du dann ja dir die richtigen Plugins raussuchen und die dann auch installieren. Ein Theme muss ausgewählt werden und zu guter Letzt dann eben Sidebar und Widgets einstellen. Und wem das alles zu viel ist, ja, der kann sich das alles auch für viel Geld erstellen lassen und einrichten lassen. Oder man kann aber auch ein bereits fertiges Blogsystem wie zum Beispiel Blogger oder das Blogsystem von WordPress.com nutzen. Der Nachteil bei der Sache ist einfach der, dass es nicht dein eigener Blog ist. Und meines Wissens darf dort auch kein MLM oder Network Marketing oder Affiliate Marketing im großen Stil betrieben werden. Und man kann dir halt jederzeit einfach deinen Blog schließen, ja, was dir eben bei einem selbst gehosteten Blog nicht passieren kann. Und im Network Marketing aber ist es ja wichtig, dass deine Arbeitsweise duplizierbar ist, ja, und somit scheiden eben beide Möglichkeiten aus, ja. Also deshalb solltest du ein startbereites Blogsystem verwenden, ja, das sehr einfach ist und dir und deinen Partnern halt im Vorfeld schon alle Schwierigkeiten abnimmt. Und deswegen nutze ich ja das Blogging-System ja von Empower Network, weil hier ist einfach alles für dich vorbereitet. Du kannst dich einfach registrieren, kannst dich einloggen und kannst loslegen mit Bloggen. Und das Ganze bekommst du schon bereits für $25 monatlich. Okay, dann kommen wir zum Inner Circle. Der Inner Circle, für den muss man monatlich $100 investieren und das ist das Herzstück von Empower Network. Hier handelt es sich um downloadbare Audiodateien, die gehen so zwischen 45 bis 120 Minuten und hier ist einfach so, dass die Top-Verdiener innerhalb Empower Network, also Top-Internet-Experten, dir ihre Erfolgsstrategien und Techniken verraten, ja, wie sie ihr Geschäft aufgebaut haben. Du erfährst viel über das Mindset, über die Motivation, über Führung, ja, über wie sie ihre Teams anleiten und aufbauen. Und das ist einfach ein unbezahlbares Produkt, weil du dort direkt aus der Praxis auch lernst. Die weiteren Produkte sind das Costa Rica Intensive. Dafür muss man einmalig $500 investieren. Ist wie gesagt eine Videoausbildung, also ein Videokurs. Die 15K-Formel ist einer der genialsten Kurse, den ich in meinem ganzen Leben jemals gekauft habe, weil hier ist es, du wirst da quasi ausgebildet zum Internet-Marketing-Guru. Du erfährst alles über Suchmaschinen, Optimierung, Blogging, bezahlte Werbung, Offline-Marketing. Also es sind so viele Dinge da, die einfach so einen großen Wert haben, weil sie nicht nur theoretisch sind, weil du kannst den Leuten auch wirklich über die Schulter schauen, wie sie tatsächlich arbeiten. Das ist einfach unbezahlbar. Muss man $1000 investieren, einmalig, lohnt sich allemal. Dann gibt es das Costa Rica Master Retreat, hierfür muss man einmalig $3500 investieren und auch hier handelt es sich dann eben um einen Videokurs, um ja eine Videoausbildung. Schauen wir uns an, wie du ja mit dem Power Network Geld verdienen kannst und hier möchte ich kurz aber darauf hinweisen, dass die folgenden Beispiele, dass das ja einfach nur Beispiele sind. Die sind nicht typisch, ja, weil Erfolg ist letzten Endes von deinem Einsatz
abhängig, wie du gewisse Strategien umsetzt. Und dementsprechend kann eben auch hier keine Garantie für übernommen werden. Und der Erfolg liegt ganz allein bei dir. Wenn du keine Produkte verkaufst, dann kannst du eben auch kein Geld verdienen. Und wenn du mehr über das Thema erfahren willst, wie viele Menschen wie viel Geld verdienen, dann findest du hier auch auf www.empowernetwork.com/income weitere Informationen zu dem Thema. Wie funktioniert der Empower Network Marketingplan? Der Empower Network zahlt ja auf jeden Produktverkauf Provisionen, und das Ganze funktioniert nach einem dynamischen Powerline-Prinzip. Das heißt, jeder erste, dritte und fünfte und dann jeder weitere fünfte Verkauf durch deine Empfehlung geht an den nächstqualifizierten Sponsor. Alle anderen Verkäufe bleiben bei dir, und das gilt auch für die monatlichen Zahlungen. Und absolut einzigartig ist, dass du bereits mit einem kleinen Team dir ein Vollzeiteinkommen aufbauen kannst. Dazu aber gleich mehr. Jedes Produkt hat einen eigenen Marketingplan. Und hier an dem Beispiel von dem 25-Dollar Marketingplan siehst du, der erste, der dritte und der fünfte, dann jeder weitere fünfte Verkauf geht nach oben, wird also zum Sponsor abgegeben, und der zweite, vierte, sechste, siebte, achte, neunte und so weiter gehen dann in deine Tasche. Das gleiche Beispiel habe ich dir hier nochmal hier aufgezeigt mit dem 100-Dollar Marketing, mit dem 100-Dollar Produkt, mit dem Inner Circle. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und hier siehst du nochmal die 5 Marketingpläne der Hauptprodukte im Überblick. Und du kannst innerhalb jedes Marketingplans eben Geld verdienen. Und ich denke, allein schon dadurch solltest du das Potenzial erkennen, was in einem Power Network drinsteckt. Und dass man eben mit einem kleinen Team auch schon ein gutes Einkommen, ein Vollzeiteinkommen, ja, für manche erzielen kann. Das siehst du anhand dieses Beispiels. Ich will gar nicht so sehr auf die Zahlen eingehen, aber wenn du zum Beispiel in dem 25-Dollar- und 100-Dollar Marketingplan, was dann 87,50 Dollar Provision entspricht, die erste Person hier 10, 11, 12 Leute sponsert, sind es 350 Dollar, die an dich wandern. Im zweiten 437, 262, 50 bei den anderen drei, macht zusammen 1200 Euro, umgerechnet je nach Dollarkurs an Einkommen. Das verdient manch anderer in seinem Hauptjob nicht. Also du siehst, mit relativ kleinen Teams kann man hier auch schon gutes Geld verdienen. Und es ist einfach halt nur die Frage, für wie möglich hältst du das Ganze. Und ich habe das jetzt gar nicht auf die Spitze getrieben, sondern habe dir hier auch nochmal ein Verdienstbeispiel mit dazu gemacht, wenn jetzt diese 5 Personen auch noch in dem 500-Dollar Marketingplan dementsprechend ebenfalls aktiv wären. Wie gesagt, das sind immer alles so Berechnungsbeispiele, und ich bin da auch gar kein Freund davon, weil letzten Endes geht es darum, wie viel es bei dir ist, ja, und nicht, was anhand des Beispiels jetzt möglich ist. Aber ich will dir damit einfach nur zeigen, was möglich ist, und du bestimmst letzten Endes deinen Hebel selbst, ja, und du musst dir einfach für dich halt die Frage stellen, wie viel Provision willst du eben pro Verkauf verdienen, ja, weil ich werde oft gefragt, ja, wie soll ich mich denn positionieren innerhalb im Power Network, und ja, ist eigentlich ganz einfach, wenn du 3.500 Dollar verdienen willst und du bist halt nur mit dem 25-Dollar Paket, also mit dem Block, ja, ich spreche immer von Paketen, es ist ja ein Produkt, also der Block, positioniert, dann brauchst du halt 200 Verkäufe, damit du die 3.500 Dollar verdienst. Hast du den Block und den Inner Circle, dann reichen halt schon 40 Verkäufe, und hast du jedes Produkt, dann reicht halt dementsprechend ein Verkauf. Und wenn halt ein Kunde alle Produkte kauft, und du hast diese, dann beträgt halt die Provision über 3.500 Dollar. Und meine Erfahrung ist einfach die, dass der Großteil deiner Partner das machen, was du ihnen vormachst. Und dementsprechend liegt einfach die Entscheidung bei dir, wo eben wie dein Hebel ist. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Präsentation, und ja, ich habe mir jetzt halt lange überlegt, wie ich dir nun am besten helfen kann. Und ich habe mir für dich als Teilnehmer dieses Webinars Folgendes überlegt. Wenn du dich entscheidest, ja, und über mich das Blogging-System für 25 Dollar monatlich bestellst und die Inner Circle-Mitgliedschaft für 100 Dollar monatlich machst, dann bekommst du zusätzlich zu den Produkten, die du ja eh bekommst,
Zugang zu meiner exklusiven Internet-Marketing-Akademie und zu unserer geheimen geschlossenen Facebook-Gruppe. Du bekommst eine wöchentliche Sprechstunde, also nicht, dass du eine Stunde jede Woche mit mir sprechen kannst, sondern ich biete für meine direkten Kunden und Partner, die eben mit denen ich arbeite, einmal wöchentlich habe ich da eine Stunde, wo du einfach hinzukommen kannst. Das Ganze findet online statt, du musst also nicht das Haus verlassen, kannst dann deine Fragen stellen und bekommst sie dann eben auch beantwortet. Du hast mit mir einen persönlichen Mentor an deiner Seite, du bekommst Schritt für Schritt Tutorials, die du dann einfach eins zu eins umsetzen kannst. Und vielleicht noch kurz zu der Internet-Marketing-Akademie und der Facebook-Gruppe. Du bekommst dort gezeigt oder du lernst dort, wie du dir ja einen Expertenstatus aufbaust, wie du Traffic generierst, wie du deine Zielgruppe definierst und ausfindig machst, wie du ja attraktiv ja für andere Menschen wirst, so dass sie auf dich zukommen, wie du deine Arbeitsabläufe automatisierst und wie du dann eben halt auf ja Autopilot dann auch sponserst, ja, und noch vieles, vieles mehr. Und es ist also alles da, was du brauchst, ja, um Erfolg zu haben, und alles, was du jetzt tun musst, ist eine Entscheidung für dich zu treffen, ja, weil alles, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, ist letzten Endes eine Entscheidung. Und ich hoffe, ich konnte dir heute auch einiges an Mehrwert mit auf den Weg geben, und da es eben halt meine Zeit nur zulässt, mit einer gewissen Anzahl Menschen zeitlich zu arbeiten, ja, ist dieses Angebot einfach ja auch begrenzt. Und für dich als Teilnehmer des Webinars ist es so, dass ich für die ersten 5 Menschen, die sich eben anmelden, ja, zu den eben besprochenen Rahmenbedingungen, ja, dass eben da diese ganzen Leistungen dementsprechend gelten. Also ich komme nochmal kurz zurück auf die Punkte, und zwar auf die Internet Marketing Akademie, die geheime geschlossene Facebook-Gruppe, die wöchentliche Sprechstunde und den persönlichen Mentor, gilt für die ersten 5, die diese ja dementsprechend diese Pakete über meinen Link buchen. Danach nimm einfach Kontakt mit mir über Skype auf, mein Skype-Name OliverSchirmer82, und dann besprechen wir dann das weitere Vorgehen. Also treff jetzt einfach eine Entscheidung und ich freue mich darauf, dann ja mit dir gemeinsam durchzustarten. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, ja, für Ihre Aufmerksamkeit. Alles, alles Gute, und wir sehen uns auf der anderen Seite. Machen Sie es gut, Ihr Oliver Schirmer. Ciao, ciao.